Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich gern mit euch zusammen diese Karte machen. Das Original habe ich vor ein paar Jahren bei der Marianne Skjelstad aus Norwegen zum ersten Mal gesehen und ich werde euch das auch noch verlinken in meiner Beschreibungsbox unten. Jedenfalls diese hier ist jetzt mit einem Durchblickmuster und unten drunter einen wunderschönen Weihnachtsstern. Dieser ist von Imagine Dead. Das ist ein Poinsettia. In diesem Set von diesen Poinsettias sind so viele schöne Ausmalmöglichkeiten, so viele schöne Digis drin. Also nicht nur große Blumen, auch mit Ranken, mit Ecken, Texte. Und auch diesen Link werde ich euch unten unter das Video setzen. So, und so sieht die Karte fertig aus. So, das lege ich mal weg. Was wir brauchen, ich brauche als erstes mal einen ausgemalten Digi-Stamp. Das ist jetzt der gleiche, den ich eben auch benutzt habe. Eine Karte, um in die Karte, Moment, hier einzulegen, wo ich dieses dann aufklebe. Dafür nehme ich das. Dann habe ich einen Plan erstellt für die Karte. Den findet ihr auf meinem Blog. Wenn ihr den haben wollt, braucht ihr nur runterladen. Dann weißen Cardstock. Ein paar Stanzen. Für die Big Shot habe ich jetzt hier. Könnt auch genauso gut andere Randstanzer nehmen. Handstanzer gehen auch. Diese sind von Crealis und die haben Stanzen immer gleichzeitig drei verschiedene Borden auf einmal. Die nehme ich ganz gerne. Und das wichtigste Stanzteil kommt aus diesem Tim Holz Set. Das ist ein Mixmedia-Thinlitz-Stanze. Das ist diese mit den Poinsettias. Das ist eine meiner Lieblingsstanzen für Weihnachten. So, dann habe ich hier noch Textstanzer, Rundstanzer, was man so im Allgemeinen noch eventuell für Text brauchen kann. So, das sind die wichtigsten. Dann eventuell, wenn ich jetzt keinen Stanztext nehmen will, kann ich jetzt hier einen Peel-Off-Sticker nehmen für den Text. Das geht auch, das ist auch kein Problem. Und ja, was braucht man noch? Falzbein, Schere und was zum Distressen und Inken. So, und Kleber natürlich. So, dann fange ich mal an. Jetzt brauche ich meinen Papierschneider. Meinen Plan. Den habe ich hier und mein Cardstock. So, da sieht man jetzt hier auf meinem Plan, da ist jetzt erst einmal dieser Streifen von 1¼ Inch, der wird erstmal komplett weggeschnitten. Also 1¼ Inch. So. Brauche ich nicht. 1¼. Das kann ich zur Seite legen für einen Textstempel. So, jetzt brauche ich mein Papierriller. Der wird jetzt in der Hälfte erst einmal gerillt. Das sind jetzt 8¼ Inch, die ganze Länge. Da brauche ich jetzt bei 4¼. Werde ich jetzt rillen. Ach, stimmt ja gar nicht. Ist ja 12 Inch, also bei 6 Inch rillen. Oder kurz vor 6 Inch. So, genau in der Mitte, einfach nur einmal rillen. So, dann wird geschnitten, die eine Seite hier unten, werden die bis zur Mittellinie hier eingeschnitten. Diese werden dann abgeschnitten und zur zweiten Borte aufgehoben. Also daraus mache ich die zweite Spitzenborte. Der andere Teil hier wird nur gerillt und dann nur gestanzt. So, das mache ich jetzt mal. Jetzt kommt da ein 1½ Inch. Ich bin heute ein bisschen durcheinander, aber das macht nichts. So, da werde ich jetzt erstmal von oben runter falten. 1½ Inch bis zur Mittellinie. Und von unten herbei schneiden. Auch bis zur Mittellinie.
So, das gleiche bei der anderen Seite. Erst einmal 1,5 Inch von oben falzen. Von unten schneiden bis zur Mittellinie. Ich hoffe, man sieht das bei der Kameraeinstellung. So, das ist schon die Meisterarbeit für die ganze Karte. So, das schneide ich jetzt hier ab. Gerade abschneiden. Wie gesagt, daraus mache ich dann die zweite Borte, die hier angelegt wird. So, einfach mal abschneiden. So, mit meinem Falzbein kann ich jetzt die gerillten Linien schon mal falten. Jetzt sieht man die Karte schon zusammenkommen, wie sie gehört. Jetzt hier diesen Deckel. Da gehe ich jetzt hin, nehme meine Mixed Media Stanze und lege die mir an. Also die ist jetzt so gemacht, dass die nicht einen Rand stanzt, sondern in den Rand praktisch eingepasst wird. Also lasse ich da so einen halben Zentimeter Rand stehen. Und das gebe ich jetzt durch die Big Shot. Das habe ich jetzt durch die Big Shot gelassen. Man sieht schön rundherum gut einen halben Zentimeter Rand. Kann das entfernen. Jetzt brauche ich noch mein Washi-Tape. Jetzt gehe ich hin mit einem Die-Pick und lasse nur diese übrig gebliebenen. Das geht so einfach. Stanzteile raus. Und somit habe ich dann auch mein Fenster. Das mache ich gleich fertig. Jetzt möchte ich erst noch meine Ränder stanzen. Da habe ich jetzt eins von diesen Border Stanzen von Crealis ausgesucht. Das ist die Nummer 14, CB14. So, die lege ich mir jetzt so an, dass es in der Mitte liegt. Also so ungefähr die Mitte. Dann habe ich nachher so einen halben Zentimeter an dem Rand, den ich dann noch falzen kann und kann dann halt eben zum Ankleben benutzen. Dann nehme ich jetzt auch wieder etwas Washi-Tape und auch diese beiden Streifen lasse ich jetzt durch die Big Shot gehen. So, meine Arbeit mit der Big Shot ist jetzt fertig. Man sieht, diese Seite ist schon komplett sauber und die brauche ich jetzt nur noch zu entwirren. Da sind wirklich, da ist jetzt die eine Borte direkt an der Karte. Eine dritte, die man noch irgendwie nutzen kann in der Mitte. Und eine schmälere, die ich auch noch irgendwo benutzen kann vom Rand. Das ist der Vorteil von diesen Borderstanzen von Crealis. Die nehme ich ganz gerne zur Hand. Jetzt gehe ich noch den Rest mit dem Die-Pick hier entfernen. Da sind noch so ein paar Teilchen, die ich noch rausmachen muss. Der hängt noch ein bisschen fest. Gehe ich gleich noch mit der Schere dran. Da sind meine Platten von der Big Shot, die sind nicht mehr die besten. Da werde ich mir mal neue wieder nehmen müssen. Wie gesagt, da gehe ich gleich noch mit der Schere dran. So, die nächste Arbeit, die zu machen ist, jetzt gehe ich hin, werde sämtliche Ränder distressen. Einfach nur, das ist jetzt Walnut Stain, man kann auch jede andere bräunliche Farbe nehmen, dass man das Ganze so ein bisschen auf Antik macht. Da hat jeder seine Vorliebe, die er dafür nimmt. Auch hier einmal über den Rand. So. Da hätte ich noch ein bisschen feiner arbeiten. Das kann ich aber immer noch nachmachen. So. Rundherum. Diese Kante. Ich hoffe, man sieht das so. Ich habe jetzt im Moment kein schönes Licht hier zum Arbeiten. So, jetzt noch diese, die noch angesetzt werden. Da werde ich jetzt nachher eine Rilllinie ziehen, Klebeband aufbringen und dann zu den anderen dazu kleben. So, ich kann aber auch mal mit Feuchtkleber. Da brauche ich nicht noch Klebeband holen zu gehen. So.
Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht so sehr stark, nur so ein bisschen braun. Das reicht. So. Da werde ich jetzt rillen. Am besten geht es mit dem Schneidbot. Hätte ich auch können vorher machen, dann wäre es einfacher gewesen. Aber man macht es sich halt eben gern ein bisschen schwer. So einen halben Zentimeter anlegen. Dann halte ich mir mein Teil fest. Und rille das. Sieht man schön. Sauber gerillt. Das wird dann gefaltet gleich. Das nächste. Auch einen halben Zentimeter von der Rilllinie. Ein bisschen festkleben. Ist ein bisschen schief. Jetzt einmal rillen. Fertig. So. Ich bin heute ein bisschen umständlich. Bin ein bisschen nervös. Ich habe lange nichts mehr gefilmt. So. Einmal gefaltet. Dann hier genau das gleiche. So, meine Karte. Setze jetzt meinen Rand mit etwas Feuchtkleber an, aber wirklich nur ganz wenig Feuchtkleber nehmen, sonst kommt das überall raus und das hält auch, wenn nur ganz wenig drauf ist. So, das ist mir satt genug. Wie gesagt, genau an diese Falzlinie hier, genau an diese Falzlinie ansetzen. So, was zu lang ist, kann ich dann nachher unten abschneiden. So, einmal. Das reicht. Auch hier wieder genau an diese Falzlinie. Und unten das überstehende sauber abschneiden. Jetzt kann ich, wenn ich will, jetzt ein Blatt einsetzen. Das ist etwas dünneres Papier, dieses dünnere Cardstock. Das ist mir zu dünn, dann nehme ich mir gleich noch ein Blatt, schneide das fertig für hier rein. Setze dann noch mit 3D-Klebepads meine Blüte auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann ist meine Karte praktisch schon fast fertig. Mein Blatt habe ich jetzt beinkt, eingeklebt. Das ist schon bedeutend fester. Jetzt gehe ich hin, entferne meine Folienrückwände von diesen Dimensionals. Mal sehen, dass ich das in die Kamera halte. Ich bin ein bisschen aus dem Weg da und ich habe die Kamera nicht so gut einstehen. So, fertig. Das kann ich jetzt da einsetzen, wie ich das möchte. Mal sehen, vielleicht hier. So. Die Blüte sieht man schön durch. Jetzt kann ich noch einen Peel-Off hier oben hinsetzen. So, habe hier noch einen in Gold. Merry Christmas. So, mal sehen, wo es gut aussieht. Hier. Einmal.
zweite relativ gerade aufsetzen. Und so ist jetzt meine Karte. Einmal in Silber und einmal mit Gold. Und beides diese wunderschönen Digi-Stamps von Imagine Dead. So, ich hoffe, mein Video war nicht zu chaotisch und es hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare freuen. Und alle anderen Links auch für meinen Blog, auch für Imagine Dead, das findet ihr alle unter meinem Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!